Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Soul Silver. Ich habe gerade ein ganz kleines Problem, und zwar habe ich den letzten Part zwar aufgenommen, aber irgendwie nicht gespeichert. Das heißt, ihr habt jetzt einen richtig krassen Fight verpasst mit dem Wesen da. Es tut einem in der Seele weh, zu sehen, wie jemand so viel Talent hat und es nicht für Übeltaten einsetzt. Leute wie du werden wohl niemals begreifen, was Team Rocket so großartig macht. Zu schade auch, deine Stärke hat mir imponiert. Okay. Wir waren nämlich erst noch in diesem Keller da. Und dort haben wir diesen Typen da halt gefunden. Der hat uns den Kellerschlüssel gegeben, den Türöffner, den was auch immer. Dann sind wir hier hoch, haben gegen zwei Leute von Team Rocket gekämpft. Einmal gegen diesen Dings da und gegen so jemand anderes, wo ich nicht weiß, wer das war. Und dann war es eigentlich auch schon. Dies ist der Aufzug des Radioturms von Dukatia City. Nächster Halt, die Aussichtsplattform. Dum, 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 dum. Okay, dieser Part wird wahrscheinlich erst am 27. Veröffentlicht, aber ich wünsche euch trotzdem schöne Weihnachten und frohe Weihnachten auch. Ist das euer fucking Ernst? Ist das euer fucking Ernst, Alter? Ich hab doch... Weißt du, und das passiert auch die ganze Zeit. Die letzten zwei Parts waren voll mit diesen scheiß Fehlern. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber irgendwie hat dieses Spiel einfach keine Lust auf mich. Tausendmal Fehler und ja, nee, ich habe gerade keine Lust. Und denke ich mir so, nö. Deswegen resette ich einfach tausendmal. Ey, das ist echt Spaß. Dieses Spiel macht Spaß. Allgemein. So, egal. Wie geht's eigentlich meinem Pokémon? Ja, geht's doch. Glitzerfee, scheiße. ich glaube, niemand hat was Neues erlernt. Eigentlich alles zu beam. Eigentlich. Mal gucken, was noch so passiert. Glitzerfee ist auf jeden Fall vorne. Schon alter Level 36. Übertrank haben wir hier. Wir haben auch drei Beleber. Also alles zu beam. Alles Paletti. Wir sind eigentlich glücklich. Eigentlich ist hier die Frage, was? Ja, eigentlich ist die Frage. Hi! Na, was geht? Wer bist du? Oh, wir haben Atlas gefunden! Ach, deswegen ist es so weit oben. Damit er alles sieht. Sieh mal einer an. Du hast es endlich bis hierher geschafft. Oh Gott, offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Applaus! Schön! Wenn wir das tun, wird sich ja auch Giovanni wieder von seiner Lehre und von der Reise zurückkehren. Wir werden wieder zu unserem früheren Glanz zurückfinden. Du kommst uns aber nicht in die Quere. Achso, jetzt müssen wir noch gegen Atlas kämpfen. Ach, der sieht ja nett aus. Kennen wir den eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Hallo Atlas, wäre doch richtig traurig, wenn ein weißer Anzug ein bisschen dreckig wird, nicht wahr? Das wäre richtig traurig. Oh, guck mal, das ist ein Hund, das ist da. Aber wie schön. Weißt du, was ich habe? Ich habe Dave. Und Dave wird das richtig... Okay, ich wollte gerade voll was zweideutig sagen. Und ich höre lieber auf damit. Feuerzahn, oh no! Das ist nicht effektiv. Du kriegst erstmal Wasser in your face. Trink das, Hund. Bam, oder sauf. Obwohl ich Hund da voll cool finde. Ist schon richtig, irgendwie passt das einfach zu Team Rocket. Einfach so gefährlich. Viel besser als Fukano. Fukano ist irgendwie so der Collie. Und Fukano ist einfach böse. Also es ist nichts gegen Kampfhunde, weil es ein bisschen aus wie ein Kampfhund. Kampfhund heißt nicht gleich, also Mann, ich verstehe, was ich meine, hoffentlich. Nicht mehr doch. Also ich meine, eigentlich gibt es keine Kampfhunde, denn Kampfhunde werden ausgebildet und die können auch nichts dafür. Mann, ich finde Boxer voll süß. Die sind richtig süß. So, in your Gesicht und wie doch mal lächelt, Alter, ich glaub das nicht. Der hat echt nicht, oh Gott, der hat überlebt. Wieso? Guck mal, wärst du jetzt Stufe, ich meine Level 37, wäre das nicht passiert, dann würdest du jetzt nämlich auch treffen. Oh. Du triffst natürlich, das wusste ich natürlich. So, Glitzerfee ist schon voll krass alt und so. Das ist alte Vibe. Jetzt konnte man Hundemann, ja, Pokémon wechseln, nämlich zu Dave. Und Dave wird es richtig schön zermatschen. Mit Wasser. Schon krass, dass Wasser richtig gefährlich sein kann bei Pokémon, ne? Ist schon echt krass. Hätte ich niemals gedacht. Von Avatar hier, die Bändiger. Wasser ist schon echt hart. Du bist vielleicht hartnäckig, aber du wirst uns nicht aufhalten. Nicht so lange Giovanni nicht von unserem Comeback erfahren hat. Oh, bitte nicht schreiben, während ich zocke, Leute. Ihr müsstet das langsam erfahren, wenn ich zocke. Am besten packe ich jetzt meinen Status. Ich zocke oder nehme auf. Nicht nerven. Also damit Kevin weiß, ist es in Ordnung. Wenn es jemand anderes war, ist es auch in Ordnung. Es ist immer in Ordnung. Also, das ist doch lächerlich. Ja, ich finde es auch lächerlich. Oh, tötest du mich gerade? Oh, na, ja, du tötest mich anscheinend gerade. Upsala. Upsi. Kriegst du hier erstmal, achso, nee, rote Flöte, okay, interessant. Heilmittel bitte hier.
Einen Hypertrank, bitte. Einmal zu mitnehmen und... Ach, gar nichts zu mitnehmen. Einmal sofort benutzen, Jungi. Oh, Entschuldigung. Erzählt mir, wie war denn so euer Weihnachten? Was habt ihr Tolles bekommen? Wie habt ihr gefeiert? Nicht, was habt ihr gefeiert? Und ja, was habt ihr denn so gemacht an Heiligabend und Weihnachten? Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen? Würde mich voll interessieren. Also ich war am zweiten Weihnachtstag eben schön chinesisch essen, also heute. Und das war auch richtig nice. Wir haben es erstmal richtig fett gefressen. Ich meine, muss man ja mit Buffet. Es hat alles richtig gut geschmeckt. Ich kann jetzt schon wieder was essen. Irgendwie habe ich dann gleich nach 2 Stunden wieder richtig Hunger. Ich habe derzeit irgendwie richtig ein Problem, ne? Genau, wisst ihr, ich brauche jetzt niemanden mehr. Mit meinen Freunden muss ich gar nicht mehr über meine Probleme reden. Ich rede jetzt mal mit euch über meine Probleme. Ja. Nein, vergib mir, ein großer Giovanni. Ich dachte, du meinst mich? Oh, große Ness, bitte vergib mir. Ich kann es nicht glauben. Nee, schon. Es ist vorbei. Alle meine Träume sind geplatzt. Weißt du, die denken immer, alles ist vorbei, wenn man die einmal besiegt. Und dann, meine Pokémon sind tot. Meine Ehre ist weggeflogen. Mit einem Taubsi. Ist ja noch schlimmer. Ich war wohl doch nicht so nicht gut genug. In Ordnung. Hiermit löse ich Team Rocket auf. Was? Einmal verloren und schon. Oh Gott. So wird das nichts. Genau wie es einst Giovanni tat. Leb wohl. Das ging leicht eigentlich. Das ging echt leicht. Ging viel zu leicht. Was ist hier los? Oh. Alter Mann. Da dieser Intendant. Intendant. Genau. Oh. Hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank. Wirklich vielen Dank. Mit deinen tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut, jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Ness erhält Silberflügel. Oh, nett. Was ist das? Warum ist das nicht Gold? Dieser Silberflügel wurde an der Spitze des Turms entdeckt, der hier früher stand und ich wieder zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde. Ich rede das extra so scheiß nicht, dass ihr denkt, ich kann nicht vorlesen. Mit Hilfe des Silberflügels kannst du ins Innere des Was? Oh ja, Strudelinsel! Diese Geschichte hat mir eine Bekannte aus einem erzählt. Gut, dann will ich mich langsam mal wieder in mein Büro zurückziehen. Das ist ein Büro? Oh nee, was willst du denn jetzt, ey? Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Meine Bekannte in Anemonia City sagte, wenn man mit dem Silberflügel ins Innere der Strudelinsel vordringt, sei das noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie meinte, dafür benötige man noch einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt. Welchen? Was war das jetzt? Oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Wie war das noch gleich? Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, noch was! Nein, keine Sorge. Ich bin schon fertig. Diese Technik nennt man Antäuschen. Alles klar, jetzt gehe ich aber wirklich mal zurück in mein Büro. Nerv mich nicht, du bist nervig. Habt ihr es jetzt? Oh, ich muss auch hören, wie ihr einfach abhaut. Das ist wichtig. Wie geht's dir? Achso, ich dachte, jetzt kommt nichts. Es ist vom Funkeln des Nachthimmels wie verzaubert. Oh, ich möchte rausziehen, bitte. Man kann nicht rausziehen. Ey, guck mal, Pokémon konnte man immer raussehen. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich dachte, hier kommt jetzt... Oh Mann, jetzt bin ich echt enttäuscht, ne? Ich bin gerade richtig enttäuscht. Oh Mann, oh. Dies ist der Aufzug des Radioturms von Ducatia City. Nächster Halt, 4. Stock. Ja, ein Fahrstuhlmusik. Der 4. Stock. Bitteschön. Dankeschön. Immer wieder freundlich mit ihr zu reden. So, jetzt müssen wir natürlich wieder irgendwie nach unten kommen. Das werden wir auch irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Kätzchen, alles wieder glücklich und arbeiten. Ich möchte nicht mit ihnen reden. Ich möchte hier einfach nur raus. Tschüss. Du musst ja übrigens nicht mehr stehen, ne? Du kannst arbeiten gehen. Vielleicht ist es ja ihr Job irgendwie. Vielleicht steht sie in der Ecke und verteilt Kaffee. Das kann ja auch sein, wenn ich mal vorbeigehe. Kaffee, bitteschön, bitteschön, bitte. Da ist auch wieder so eine Kaffeetante. Oh, das ist ein toller Job, glaube ich mal. Wie geht's Ihnen? Wir hoffen, ihr gefällt unser Programm. Wie wär's mit einem Dankeschön, dass ich euch gerettet habe? Nö. Können wir damit jetzt fahren eigentlich? Oh, Herbert ist immer noch da. Es fahren keine Züge mehr. Ich könnte alle Fahrgastverpackung nehmen und sie auf meinen Rücken, aber wenn ich es mir genau überlege, dann besser doch nicht. Okay, ich packe erstmal jemand anderes nach vorne. Wie wär's denn mit, Kevin, wirklich, was ist denn mit dir? Warum kommst du denn nicht hinterher? Ganz ehrlich, Mister, wie soll das denn weitergehen mit uns beiden? Willst du echt im Team bleiben, dann streng dich an. Ganz ehrlich jetzt, können wir eigentlich schon fliegen? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Willkommen im Pokémon-Center. Wir hätten ein Pokémon machen, wieder. Ja, bitteschön.
Hier das Dinke, Pinke. Was habe ich gerade gesagt? Dinke, Pinke? Wo? Weiß ich nicht. Komm bald wieder. Ich hoffe nicht, dass ich bald nur mal dein Gesicht sehen muss. Das wäre nicht schön. So, wir fliegen jetzt. Ach nee, wir können gar nicht fliegen, oder? Warum sollten wir fliegen können? wir haben 7 Arenen, ne? Okay, Moment. Nein, nein, da. Okay. 1, 2. Oh doch, wir haben Fliegen. Seit wann haben wir Fliegen? Ach ja, Dings kann fliegen. Navy kann fliegen. Mann, das spielt man mal ein paar Tage nicht und schon hat man alles vergessen. Navy, bitte flieg uns irgendwo Cooles hin. Nicht tauschen. Oh Gott, fliegen, genau. Und zwar. Ich glaube hier hin. Nein, wohin müssen wir? Müssen wir hier hin? Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Ich weiß aber nicht, wo wir hin sollen. Können wir jetzt hier vielleicht rechts laufen? Ich würde jetzt sehr gerne rechts laufen. Darf ich das? Ich bin nicht rechts, sorry, aber weißt du, es wäre schön, wenn ich nach rechts. Meine Mutter hat angerufen. Eiskalt, eiskalt ignoriert. Ich bin so ein Arsch. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ach, ich bin hier. Opala, ich bin voll falsch. Wartet mal, ich muss erst nur noch Items kaufen. Denn mit Items lebt man glücklicher. Das haben Forscher herausgefunden vor 2 Jahren. Habt ihr es nicht herausgefunden? Das ist schlecht, Leute. Das ist ganz schlecht. Ich krieg gleich 3 Minusdaumen bei Facebook. Ja, ich habe halt kein Instagram so richtig. Hi! Hallo! Oh nee, fängt's wieder an. Tanniger Bären. Oh, ja, noch mehr. Oh, oh, das war's schon. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ja, das war's. Hallo. Willkommen. Kann ich helfen kaufen? Hypertrank bitte. Wir haben so viel Geld. Ich glaube es nicht. Ganz viel möchte ich bitte. Genau. Bitteschön. Ja, genau. Danke. Blablablub. Bitte gehen Sie jetzt aus meinem Weg. Man nervt mich doch nicht. Oh, geh doch weg. Bitte komm halt wieder. Nein. Omi. Lass du belebe einen, wacht ein bewusstloses Pokémon wieder auf. Schön. Hilft leider nicht bei alten Leuten. Tut mir leid. So, und jetzt können wir nach da hinten gehen. Nach da hinten, ihr wisst genau, wohin ich möchte. Ihr wisst es doch ganz genau. Ja. nämlich nach hier lang. Nach hier lang, bitte. Wohin wollen Sie, Mister? Nach hier lang. Okay. Habe ich jetzt eigentlich Dings gedrückt? Ja, habe ich. Entschuldigung. Oh, fuck. Nein, kein Pokémon. Oh, knapp. Knapp, knapp. Ich speichere mal. Irgendwie habe ich gerade Lust zu speichern. Ich weiß nicht, warum da unten gerade. Warum? Oh, was ist hier los? Das ist jetzt wirklich richtig random, aber. YOLO! Okay, sagt man heutzutage nicht mehr, aber. Ja, geh weg. Hallo, Mister! Was machst du hier? Ich komme da nicht hin. Fuck, und irgendwie von hinten hin oder so. Ich brauche einen Pokémon, das Zerschneider kann. Möchte irgendwie mal Zerschneider lernen? Zerschneider. Ja, kann ich mal wieder das hier lernen? Mann, ich möchte aber lang. Nein. Obwohl Kevin kann Kevin das lernen, ja? Kevin könnte das lernen. Nein, nicht du. Oh Gott. Dave, fühle dich nicht mal so toll. Nein. Nein. Ja. Kompliziert dieses Leben, so kompliziert. So, Kevin kann es erlernen, genau. Kevin, erlern es mal bitte. So, wir machen jetzt auch mal Sandwirbel weg. Genau, braucht kein Mensch. Weg damit mit dem Scheiß. Sehr schön, jetzt können wir da auch mal lang. Ah, oh, da steht sogar noch da, ja. Los, Kevin, mach dein Ding. Zerschneide diesen Scheißbaum. Vielleicht ist das schon jetzt ein Mogelbaum. Boom. Finde ich cool, dass er da drin ist. Hallo, na? Oh, guck mal. Und, oh, du hast ihn verscheucht. Suicune, sei tapfer. Ah, und du bist so tapfer. Du bist so jung und so schön. Du bist so anmutig. Du bist immer so schnell wieder weg. Was, du bist echt immer genau da, wo Suicune auftaucht. Naja, aber das Verlangen, Suicune zu finden, brennt in meiner Brust. Immer noch viel heißer als in deiner. Weißt du, meine Großeltern wussten einfach alles über alte Legenden. Als ich noch klein war, haben sie mir oft Geschichten erzählt. Besonders über Suicune. Suicune, ich werde nicht eher ruhen, bis ich herausgefunden habe, wohin dich deine Reise führt. Ach ja, habe ich das nicht schon, habe ich das nicht schön gesagt? Nerv mich nicht.
Wohin müssen wir jetzt eigentlich? Erstmal diese Aprikokos holen. Oh, eine Pink. Ja, eine Aprikoko Pink. Punky. Jojo und Grin. Wir haben jetzt einen Grinch. Ach, kennt ihr den Grinch? Ich wette, jeder kennt ihn von euch, oder? Dieser grüne kleine Grinch. Und bei dem Film ist auch dieses Mädchen mit einer richtig coolen Brezelfrisur. Bitte richtig reden. Danke. Wir haben einen Gulp Aprikoko. Das ist sehr schön. Ich freue mich immer darüber. Freust du dich auch, Kevin? Freu dich doch mal. Och Gottchen. Was denn? Huch, es scheint auf dem Berg etwas gefunden zu haben. Was ist denn mit dem Berg? Leute, was ist denn mit dem Berg? Bitte sag mir das. Ich kenne mich nicht aus. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich möchte zu diesen Inseln da. Bliblablub. Oh, dieser Stein ist im Weg. Ich komme nicht lang. So. Denn mein Pokéball ist mega. YOLO, 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 YOLO. Mahagonia City. So, da kommen wir jetzt lang, ne? Oh mein Gott, wir kommen hier lang. Wir sind richtig. Lass uns kämpfen. Müssen clashen, müssen fighten. Hi. Pferde gewinnen. 100%ig. Ach, träum weiter, altes Haus. Mein Arm tut weh. Ja, ich hab mir da ein bisschen trainiert hier, ne? René, Psycho René, du hast mir Cousin. Oh, ein Natu. Natu ist so süß. Bis drauf. Natu ist voll süße Pokémon. Mochte ich früher immer, als ich Rubin und so gezockt habe. Kadabra, weiterkämpfen mit dem Löffel. Mit diesem Löffelverbieger könnt ihr noch Uri Geller. War das Uri Geller? Ich weiß es nicht. Oh Gott, bitte schlag mich, wenn es jetzt falsch war. Auf jeden Fall war der echt krass. Ich habe leider keine Eins für dich mit. Also warum? Das könnte eigentlich ich sein. Immer. Hat immer einen Löffel parat. Der ist cool. Den will ich als Freund haben. So, 34 Kevin. Hast du fein gemacht. Ha, eine schockierende Niederlage. Ich hätte doch gar nicht Lumen eingesetzt. Haha. Oh Gott. Das reicht mir hier wieder. Ness hat Topschutz gefunden. Vielen Dank. Ness verstarrt Topschutz in der Itemtasche. Wo müssen wir hier eigentlich erstmal die rote nehmen? Nicht langweilig, weil die einfach rot heißt. Die ist langweilig. Die will ich gar nicht haben. Ich habe voll das Ohrwurm. Voll ein Ohrwurm jetzt von Paper Blossom mit Anti-Held. Mit müssen Clashen übers Clashen Fighten tun. So, wie lange komme ich denn jetzt, wenn ich hier lang gehe? Wohin komme ich denn jetzt, würde ich sagen? Ach, andere Trainer. Schön. Wo lang muss ich jetzt genau? Hi. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu kriegen. Ist schön für dich. Freut mich. Und wer bist du? Oh, ist wieder so ein Verrückter, ey. Akira. Oh, André, wann hast du? Kennt ihr noch Dämonium? Oh, der hat mein Dämonium geklaut. Lena, töte es dafür. Los, Lena, töte es. Grimasse. Initiative sind stark. Es ist so richtig. Oh, nee, gar nicht. Ein Stuhl quietscht übrigens voll doll. Und, was? Was? Ist er Boden? Nee. Hä? Das ist nicht sehr effektiv. War es nicht Metall? War es nicht Metall? Was? Egal, wir haben es besiegt. Mutter. Die ist echt süchtig nach mir, ne? Oh. Außerdem fragt sie fragt mich nie, wie es mir geht. Was ist denn das bitte für eine Mutter? Oh nein, na besten Dank. Jetzt ist mir das Quatsch durch die Lappen gegangen, Alter. Das schreit nach Genugtuung. Alter, du könntest mich mal nerven. Muss irgendwie noch was trinken. Angler Alfred. Alfred, komm, in deinem Namen ist Frieden. Also töte es bitte. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist, aber es ist ein männliches Goldini. Und ich habe okay, passt schon wieder. Männliches Goldini, männliches Kevin. Das männliches Kevin. Okay. Beim Psyana. Oh Gott. Bis. Kevin, dankeschön. Ich weiß, du bist oft verwirrt. Aber das musst du nicht sein. Ruxuki! Kevin. Oh nee, das gibt. Jetzt kriegst du erstmal wieder Schläge. Ganz ehrlich. Das gibt Schläge. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kriegst du richtig was ins Gesicht. Glaub mir das nicht, Leute. Bitte, ich laber nur Scheiße. Aber wie wenig Schaden. Du bist nicht mal verwirrt. Siehst du, jetzt hat er Angst vor mir. Machst du richtig so. Machst du auf jeden Fall richtig so. Kriegst du später irgendwie Leckerlis oder so. Oh, ey, ernsthaft. Weiterkämpfen, weil wir so viel Spaß mit Kevin haben. Nicht Ruxuki. What the fuck are you doing? What the fuck? Töten, töten, töten. Du hast irgendwie. Kann es sein, dass du voll die gute Verteidigung hast oder so? Ich weiß, es ist Aquavelle in your face. Und du machst einfach keinen Schaden. Du scheiß Goldini, du bist tot. Woo!
Viking, ach, du hast noch eins. Ach, du hast noch eins. Bis. Oh, ein Volltreffer, schön. Schreck zurück, schön. Immer rauf da. Oh, ist dein... Nein. Oh, Mann. Und nicht dein Ernst. Du hast Kevin getötet, du Schwein. Oh, Mann, das ist echt nicht cool. Weißt du was, ich werde dich rösten. Mir recht langsam auch bei dir, Alter. Ich krieg dich... Oh. Aber ich muss zugeben, der Kampf hat sich vorher gar nicht schlecht. Kannst du beim Angeln ziehe ich von Zeit zu Zeit Items an, die die Leute ins Wasser geworfen haben. Als nächstes trete ich dir ab. Du frisst mir noch deine... Nö. Nö. Oh, verstehe, du kannst es dir ja nochmal überlegen und wiederkommen. Nö, du hast Kevin getötet. Kopf, für immer. Traurige Musik jetzt bitte abspielen.